Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Outlast DLC Whistleblower. Wir haben hier beim Elektrozaun aufgehört. Ich glaube, der Typ ist immer noch hinter uns her. Oh ja, ist er noch. Die Musik hat aufgehört. Weiß auch nicht warum. Was haben wir jetzt, einen ruhigen Moment? Ja, ist weg. Wunderbar. Mittlerweile ist es ein bisschen dunkler geworden. In der letzten Folge haben wir... Oh, leuchtet er, ja. Was denn? Wahrscheinlich despawned, gehe ich mal von, stark von aus. Wir tricksen das Game jetzt aus und gehen einfach zurück. Haha. Oh, lalle. Oh, wer hat das denn plötzlich abgeschlossen angeblich? Das Game lässt sich nicht austricksen, das ist immer noch logisch. Verdammte Scheiße. Eigentlich sollte man hier jetzt was finden, ne? Einfach als Belohnung, dass man nochmal zurückgegangen ist, aber gut. In der letzten Folge haben wir den Strom ausgeschaltet und den Fetten haben wir, sind wir auch entkommen. Und ja, jetzt sind wir hier, war. Wir sollen zum Verwaltungsblock. Das machen wir mal, würde ich sagen. Ja, dass es dunkler geworden ist, habe ich schon gesagt. Was zum Teufel ist das hier? Oh, da liegt einer. Hm. Und natürlich liegen bei Jack immer Batterien. Dankeschön, Jack. Ja. Tja, anscheinend bleiben wir jetzt noch drin, obwohl wir draußen die beste Chance haben zu entkommen. What the fuck? Schatten. Ach und so. Okay. Sehr gut. Das war strange. Oh, okay. Aber gut. Nicht, als wenn das das erste seltsame wäre, was mir hier passiert ist, war. Ein Wheel. Schön da draußen. Kommen wir da nochmal hin? Ich glaube schon, wa? Ja, schauen wir mal, was hier drin da ist. Oh, wir kommen sofort dahin. Oh Gott. Ah, sorry dafür. Wunderbar, wir sind wieder draußen. Lala. Schicker Turm. Was ist... Ach, guck mal, da hinten sieht man die Berge. Cool. Welchen Land sind wir eigentlich? Hab das mal erzählt? Welchen Land Murkoff hier operiert? Kommen wir hier runter? Ins Wasser? Es kann sein, dass wir das wollen. Wahrscheinlich, oder? Hier ist wahrscheinlich einfach nichts. Was war Jack? Hallo Jack. Genießt seinen schönen Feierabendschläfchen. Ja, anscheinend. Woo! Ins Wasser. So. Oh, wir haben sogar, die Kamera machen. Können wir stehen? Eigentlich schon, ne? Ja, wir stehen. Oh Gott, what the fuck? War das? What the fuck? War das? Das war weird. Aber gut, checken wir mal aus. Was ein Vetter? Ich hoffe so zu atmen. Das war nichts. Really? Das war einfach nichts. Jack hat natürlich eine Batterie für uns da. Dankeschön, Jack. Das bist du uns aber schuldig nach dem Scheiß hier. Oh, das ist das Merkoff-Abzeichen. Warum ist das Licht einfach ausgegangen? Hm. Wow. Ja, ist da irgendwas richtig krasses runtergefallen, oder nicht? Das war für nichts. Das ist der Wahnsinn. Ich sehe immer so wie ein Vollidiot aus, wenn ich die Kamera an- und ausmache. Aber das mache ich nicht extra, Leute, ne? What? Warte. Das war wahrscheinlich ein Rabe. Hier ist schön beleuchtet. Legt schön Müll rum. Da kann ich lang. Okay. Will ich das? Da liegt Jack wieder. Gucken mal, was hier sonst so ist, wa? Batterie? Batterie! Oh, die liegt hier einfach so rum. Ja, von hier können wir wahrscheinlich nicht rein. Aber wir können nicht mal ausprobieren. Geht einfach nicht. Ja, quasi voll im Kreis gelaufen hier, wa?
Tja. Dann gehen wir mal den einzigen Weg, wo wir lang gehen können, ne? Zack. Oh, okay. Hui! Du bist weit gefallen. Tief gefallen. Hm. Hat ja wohl jemand irgendwie. Irgendwer wird dich wohl runtergeworfen haben, wa? Ja. Sehr gut. Und jetzt gehen wir da hoch und finden raus, welcher Arschloch das war. Hm. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Jack? Keine Batterie, du bist ein scheiß Jack. Tja. Gehen wir mal hoch, wa? Ich wüsste nicht, was mich hier lange aufhalten soll. Ist auch relativ hell drin, ne? Woo! Das war ein leichter Sprung. So. Mehr Licht, wunderbar. Soll ich nicht zum Verwaltungsbüro oder so? Verwaltungsgebäude? Oder soll ich hier erstmal rausfinden, welcher Wichser mich da abgeworfen hat? Wer war das? Niemand wirft mich ab. Weil ich mich auch so gut verteidigen kann, wa? Oh, ein offenes Fenster. Tja, hier ist Sackgasse, oder? Hängt da einer? Oh Mann, Jack, ey. Ihr seid doch echt überall. Was zum Teufel, das ist ein Ist das ein Staudamm? Was zum Teufel? Das ist eine richtige Riesenanlage. Das sieht aus wie ein Staudamm. Das sind Berge. Oh ja, hier bin ich auch schon wieder. Denn ist doch die Eingangshalle, oder nicht? Da sieht man ein bisschen mehr, aber auch nicht. Also, wenn ich meine Lampe anmache, meine Nachtsicht, dann sieht man auch nicht so wirklich was wegen dem Nebel, oder? Alter Schwede, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn den Jump schaffen? Tja, ich würde sagen, mit anlaufen. Reden bringt mich auch nicht darum. Oh. Oh nein. Ja, nein. Na, ja, das wäre nicht so geil. Oh, weia. Oh Gott. Habe ich meine Kamera noch? Ich habe bestimmt ultra viel Lärm gemacht. Hier ist doch bestimmt einer. Okay. Hallo? Ich brauch keine Schwestern. Was? Okay. Quiet the fuck down. Ach komm schon. Ich wurde anscheinend gehört. Wer hätte das gedacht bei dem kleinen Lärm, den ich gemacht habe? Was zum Teufel? Kann er nicht lang? Ich nach oben? Jetzt hat er bestimmt was gehört. Oh. Hm. Okay. Ah, hier geht's lang. Die haben über irgendwie Haare im Sack gesprochen. Das war seltsam. Wo bin ich hier? Auf dem Dachboden? Von irgendwas? So. 4 von 5 Batterien habe ich. Ihr seht es nicht wegen der Facecam, aber holy shit, ich bin bitte batterienreich. Unser Lamm. Ja, was zum Teufel, ernsthaft? Unser Schuld zu tragen, unser Geschlecht. Wer ist Gluskin? Du bist ja ein hübscher. Wo reden die? Wobei mir gerade auffällt, dass man in Outlast noch nie Frauen gesehen hat, ne?
Ob das irgendwas hiermit zu tun hat? Wer redet hier vor allen Dingen? Ich dachte, hier wäre jetzt einer. Ich habe keinen Schatten, das ist weird. Versteck mich hier die ganze Zeit, da ist hier niemand. Upsala, sorry, das war ich nicht. Okay. Wo soll ich lang? Ist hier. Mehr als verwirrt. Was zum Teufel? Was soll das alles hier? Hier ist nichts gewesen. Ich übersehe hier was. Von irgendwo haben die Leute ja gesprochen und ich höre die. Ich sage, einschlagen das Fenster. Nee, das würde ja kein. Das wäre kein Outlast-Style. Okay. Geh ich mal zurück. Ich will diesen Leuten ja eigentlich nicht begegnen. Was hier optional war hier irgendwie. Ein noch irgendein Shit? What? Zum Teufel. Hä? Okay, jetzt hab ich mich komplett verloren. Hier sind nicht mal Leute irgendwie. Ich dachte, hier würde ich jetzt Angst haben. Aber wir sind nicht mehr Typen. Hier ist nur das Fenster. Welches ich nicht wirklich einschlagen kann. Sieht super suspicious aus, das Fenster. Ich sag's ja nur. Hochklettern irgendwo? Ist auch irgendwie nicht, ne? Tja, jetzt sind meine Batterien leer. Hier ist Endstation. Ha. Alle Leute, es tut mir leid, aber ich bin irgendwie geht's nicht weiter, wirklich. Okay, geht's nicht weiter. Safe. Das ist safe. Doch da unten, oder? Muss ich da wirklich knirren? Natürlich geht's da weiter. Da ist doch irgendwas. Das sehe ich doch. Unter dem Tisch. Ich dachte, das reicht nicht. Von der Höhe her. Okay. Reicht anscheinend. Okay, jetzt wieder vorsichtig sein. Hier könnten Leute sein. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich dich schon lange wie nicht mehr reden hören. Das macht's nicht besser. Hallöchen. Zack. Haha. Meine Batterie. War das optional? Sieht dann noch aus, oder? War tatsächlich optional. Komm. Aber wo geht's denn wirklich weiter? Hier. Oh Gott. Okay. Nein, ich will da nicht durch. What? The fuck? The fuck? Wer sagt das? Sie müssen doch voll nah sein. Aber 1000 Jahre weg einfach. Okay. Könnt ihr einfach kommen und euch zeigen? Farbe. Ich dachte, es sah ein bisschen aus wie eine Kettensäge. Hätte ich gut gebrauchen können. Hm. Hier ist niemand. Oder? Ich kann mich verstecken. What? Das wäre. Habe ich den noch nicht aktiviert oder? Der hängt da. Ah, das ist eine Notiz gewesen. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde erscheinen eine weise Entscheidung zu sein. Haha.
Da hat er wohl recht, war. Oh je, du siehst lustig aus. Oh, Hallöchen, was ist das denn? Nähmaschinen. Da sind Messer drin, die könnte man benutzen. So, willst du mich umarmen? Lass uns umarmen. Oh ja. Dead Bade. Sehr gut. Alter, diese Typen. Hier sind irgendwelche Typen, die sich verstecken. Das kann doch nicht wahr sein. What? Oh nein, hier lang. Yay. What? If they catch us, oh mein Gott. Was to him. Okay. The man downstairs. The man. Ja. Very bad. Ja. Very, very, very bad. God. Oh God. Okay, sie geben uns dem. Aber wer soll den uns denn catchen, oder? Ist er weggegangen? Okay. Oh Mann, ey, die Typen hier, die machen mich fertig, die machen mich alle fertig. Die machen mich alle komplett fertig. Batterien? Nein. Oh Gott. Ja. Oh Gott, schon wieder so ein Ding. Oh oh. Oh oh. Nee. Scheißbude, Schießbude. What the fuck? Das hört sich an wie eine Frauenstimme, aber. Was gibt's hier vorne? Oh, Licht. Das ist schön. Stühle, das. Oh, okay. Guck mal, da haben wir noch was Schönes. Dass ihr euch durchlesen könnt. Von Dr. Ford und Dr. Wolfram. Ich hoffe, ich habe das lang genug aufgemacht, dass ihr stoppen könnt. Ansonsten tut's mir leid. Oh Mann, ey, das ist richtig intens hier, der Shit. Na, gehen wir mal hier lang, wa? Okay, weiter durch die Wände, oder? Sind die da auf der anderen Seite? Oh Mann, ich will es gar nicht wissen. Oh lol, hier komme ich auf die andere Seite. Okay. Ich brauche unbedingt mal wieder Batterien. Hm, ich scheine kein zu sein. Ja. Oh. Alter, was sind das für Typen? Auf und runter. Die haben so eine Scheiße. Die haben so eine Scheiße. Zeit und Wasser können alles durchbringen. Oh ja, das stimmt. Opossum ist winzig, ich glaube. Die haben so eine Scheiße. Opossum Titty. Lenden? Was zum Teufel? Worüber reden die? Und ist es eine Frau oder? Was ist das? Okay. Weiter durch die Wände, wa? Weiter. Die wissen doch, dass ich da bin, oder nicht? Ist in der Sackgasse? Ich hab fast gedacht. Batterien, nein, okay. Klettern wir da mal hoch, wa? Oh Mann, ey. Oh. There he is. What do you think? Oh, he'll do. We, for once, we agree. Oh, oh. Oh, oh. Oh, lol. Okay. Tja, aber warum haben da zwei miteinander geredet? Oder ist er vielleicht so. Bräutigam? Worüber redet er? Okay. Ja, jetzt bin ich weg. Okay. Ich bin mich eigentlich gerade ganz schön sicher. Oh, hier bin ich. Wer ist Mr. Glushkin? Oh, Nähmaschinen.
Der mir genäht. Ja, okay, mit diesen seltsamen Sachen. Wer auch immer Glasskin ist, wir werden ihn anscheinend bald kennenlernen. Ja, ich würde dich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine sehr seltsame Folge. Bis zum nächsten. Bis dann. Ciao.